neuen Reisezugwagen zeichnen sich durch drei wesentliche Eigenschaften aus. Der Fahrgastkomfort, das ist der Energieverbrauch und das ist das Thema Wartung. Ein wesentliches Beispiel für das Thema Fahrgastkomfort ist, was das Thema Fahrgastinformation betrifft, was das Thema Verfügbarkeit von WLAN betrifft, aber auch den Mobilfunkempfang, wo wir hier funkdurchlässige Scheiben einsetzen, erstmals in einem Reisezugwagen. Beim Energieverbrauch haben wir hier gewichtsoptimierende Maßnahmen getroffen, weiters im Bereich der Aerodynamik, der Lauftechnik. Bei der Wartung haben wir einen Fokus darauf gelegt, dass diese Fahrzeuge rasch zu warten sind, wenig Wartungsaufwand entsteht. Der Fahrgast muss hier ein zeitgemäßes Angebot vorfinden. Grüne Mobilität ist ein ganz wichtiger Aspekt, aber auch die Eisenbahn kann grüner werden. Die ÖBB ist ja seit ganz langer Zeit unser Kunde. Diese Partnerschaft zeichnet sich durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit aus. Ganz wesentlich für die Entwicklung eines neuen Produkts ist es, aus den betrieblichen Erfahrungen der Vergangenheit zu lernen, die betrieblichen Anforderungen der Zukunft in den neuen Produkten bestmöglich umzusetzen. Dieses Produkt wird in Österreich entwickelt, in Österreich gefertigt, nicht nur hier an diesem Standort und in Graz, sondern auch von sehr vielen Zulieferern aus Österreich. Gerade bei der Entwicklung dieses Nachtzugprodukts gab es einige große Herausforderungen. Von der Klimatisierung über die Einstiegssituation, Gepäckunterbringungen, Fluchtwege. Wir setzen hier erstmals Mini-Suites um, das heißt kleine Abteile für Einzelreisende, um denen ein kostengünstiges, privates Reisen in der Nacht zu ermöglichen. Eine Herausforderung, die wir angenommen haben und ich denke, sehr gut gemeistert haben.